Hallo, liebe Freunde, ich möchte mit euch heute eine Mitschnupf binden. Unsere Zielfische sind die Bachforelle und die Esche. Hier nun unsere Materialliste. Wir verwenden für den Body Eyster Black, für die Rippung Kupferdraht, für den Kragen Haselnut-Dubbing Natur. Als Bindefaden verwenden wir ein UTC GSP 75 Oliv. Starten tun wir mit einer Grundwicklung, die wir bis an den Anfang des Hakenbogens legen. Der Überstand wird abgeschnitten. Jetzt binden wir einen Kupferdraht ein, den wir für die Rippung verwenden. Jetzt wird Eyster Black eingebunden. Hier achten wir darauf, dass wir nur in eine Richtung drehen. Drei Millimeter vom Hakenöhr hören wir auf. Jetzt wird die Rippung gesetzt mit dem Kupferdraht. Kupferdraht wird vor dem Öhr abgefangen und abgebunden. Hier wird der Kupferdraht einfach abgedreht. Jetzt spleißen wir den Faden. Der UTC lässt sich besonders gut spleißen. Und verwinden Hasenotterbing für den Kragen vorn oder Hasenotterbing Natur. Jetzt setzen wir mit dem Whip Finisher den Abschlussknoten. Jetzt bürsten wir die Fliege noch ein bisschen aus und schon ist sie fertig. Eine sehr feminine Fliege, die ich in verschiedenen Farben binde. Hier jetzt noch eine Möglichkeit, wie diese unbeschwerte Nymphe gefischt wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden und noch mehr Spaß beim Fischen. Viel Petrihal, bis dann, euer Bernd.